Marius, siehst du das heute als deinen Einstand als Cheftrainer und wie ist dieses Spiel in Anbetracht dessen gelaufen? Nee, als Einstand sehe ich es nicht. Spiel ist leider negativ verlaufen für uns und es ist so, dass der Stefan Karcher und ich bis nächste Woche das Kommando haben, bis zum bisschen Spiel und dann wird der Verein weitersehen. Zum Spiel ist zu sagen, wie schon in der Pressekonferenz, das ist schade, das ist wirklich schade für die Jungs. Ich gönne es den Jungs wirklich, weil sie es einfach verdient haben. Wir haben einfach im Moment das Glück nicht, die Tore zu machen, bekommen ein unglückliches Tor nach der Halbzeit und dann ist in jetziger Situation natürlich total schwer für uns, nochmal so einen Rückstand aufzuholen. Und deswegen ging es halt auch 3-1 für Oberhausen aus. Du hast es in der PK schon angesprochen, dass die Leistung von heute, dass es heute nicht gereicht hat, dass es auch dem geschuldet ist, dass ihr viele Verletzte habt, dass ihr 5 englische Wochen hinter euch habt. Wie hat sich der plötzliche Rücktritt von Trainer Hartmut Kaufmann ausgewirkt? Schwierig zu sagen. Natürlich ist es immer schlecht, wenn so eine Situation eintritt. Gerade am Mittwoch nach dem Spiel, wir waren alle schockiert. Die Spieler, das Trainerteam, Verein. Und dass man das nicht so einfach gleich weggesteckt hat, man vielleicht auch ein bisschen gesehen, dass vielleicht ein kleiner Rucksack da war, den wir einfach nicht abschütteln konnten. Und nichtsdestotrotz, vielleicht blöd gesagt, aber das Leben geht weiter bei den Jungs, auch bei uns beim SV Spielberg. Und wie gesagt, nächste Woche ist es so, dass wir kein Spiel unter der Woche haben, eine ordentliche Trainingswoche vorbereiten können. Und dann fahren wir allesamt zusammen, auch 2-3 Verletzte kommen zurück nach Bissingen und schauen, was dort geht. Es wird ja viel im Zusammenhang mit dem Rücktritt von Druck gesprochen, der auf dem Trainer gelastet hat. Wie siehst du das? Wie ist der Druck, den du persönlich wahrnimmst? Und wie ist die Situation im Umfeld des Vereins? Druck, ich weiß nicht, ich habe heute keinen Druck verspürt. Ich habe eigentlich mehr Freude empfunden, das mit dem Stefan heute machen zu dürfen. Und die Jungs waren auch gespannt. Klar, wir haben versucht, 2-3 Stellschrauben einfach anders zu drehen, um den Ablauf ein bisschen zu ändern. Und die Jungs haben eigentlich ganz gut wahrgenommen und haben auch wirklich gut mitgezogen, auch am Donnerstag im Training. Leichtigkeit gespürt. Und schade, dass es heute so geendet ist vom Verein her. Ja, ist es so, dass der Verein jetzt auf Suche ist nach einem Trainer. Und dann schauen wir, was in den nächsten Tagen passiert. Und aber der Stefan nicht, den lassen uns nicht stressen oder lassen uns nicht unter Druck setzen. Wir machen unser Ding, auch mit der Mannschaft. Wir haben schon einen kleinen Plan, was wir nächste Woche alles machen wollen. Den ziehen wir durch und dann hoffen wir, dass wir positiv nach Bissingen fahren. Ja, Bissingen ist ein starker Gegner, die haben letztes Jahr in der Oberliga auch schon überzeugt. Haben gute Einzelspieler, haben heute in Balingen ein gutes Ausrufezeichen gesetzt. Und wir stemmen uns dagegen mit aller Macht, mit aller Kraft, mit dem ganzen Willen. Und dann schauen wir, dass wir wirklich positiv von Bissingen heimfahren.